Hallöchen, ihr wilden Wikinger, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Valheim. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Freut mich sehr. Ja, nach unserer... war ja keine Niederlage. Wir haben den Kampf nur vertagt, ne? Aber wir nennen es einfach mal Niederlage. Nach unserer Niederlage gegen Knochenwanst müssen wir uns heute wieder so ein bisschen in die Spur zurückbringen. Und das werden wir machen, indem wir nochmal so ein bisschen Krypten laufen. Ich weiß aktuell noch nicht, wie wir es genau machen. Ich denke mal, ich werde da jetzt sehr viel mit Fast Forward arbeiten, damit ja das Ganze nicht zu langweilig wird. Aber ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, ob wir das Slow Farmen sollen, also sprich komplett live, oder ob ich einfach weiterhin meine kleinen Fast Forwards machen soll. Ja, das Ding ist, ich finde, die Dungeons sind nicht so spannend, wenn du mal 3, 4, 5 gesehen hast. Und ja, das ist so ein bisschen mein Entgegenkommen für euch. Ich meine, wenn ich das komplett live spielen würde, dann ist das für mich natürlich auch weniger zeitaufwendig. Das muss man auch dazu sagen. Deswegen lege ich die Entscheidung in eure Hände. Ja. Ansonsten müssen wir natürlich jetzt überlegen, wie kriegen wir das Vieh down? Wir haben ja mit dem Schwert und mit Bogen überhaupt kein Land gesehen. Und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir doch mal das, was ihr so in die Kommentare geschrieben habt, beziehungsweise was ihr euch da draußen gewünscht habt. Und zwar war ja einer eurer Wünsche, dass wir doch mal auch mit einem Streitkolben kämpfen. Ob das effektiv ist gegen das Vieh, keine Ahnung. Aber ich würde es einfach mal versuchen. Ich meine, wir haben nichts zu verlieren. Ja, wir haben... Wir können nicht mehr scheitern. Dementsprechend versuchen wir das doch mal. Wir brauchen... Moment, wir brauchen ein paar Lederreste noch, ne? Für den eisernen Streitkolben. Eiserner Streitkolben macht 55 Schaden. Wie viel macht mein Schwert aktuell? 61, aber mit Schlitzen. Es gibt ja unterschiedliche Schadensarten. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass der... eine andere Schadensart braucht. Könnte sein, weiß ich nicht. Ist das Spiel schon so weit fortgeschritten, dass es Schadensarten hat? Könnte sein, ne? Naja, lass ihn uns mal versuchen. 3 Lederreste brauchen wir. Was haben wir hier sonst noch? Ein Adgeir... Todesbluttrinker, Schädelzertrümmerer. Alles klar. Aber das ist Stechenschaden. Also es macht... Es würde schon Sinn machen, wenn da dieser Hauen oder ich glaube, sollte der nicht stumpf oder was? War der nicht mal stumpf? Ist egal. Wenn dieser Hauenschaden tatsächlich... Ich meine, das ist ja ein Schleimvieh. Habt ihr schon mal versucht, mit einem Messer Wackelpudding zu zerstechen? Ist euch bestimmt aufgefallen, ist nicht so der Briller. Briller. Der Briller. Genau, der Briller. könnte sein tatsächlich, dass das funktioniert. Aber so oder so, wir müssen das Ding natürlich dann auch aufwerten, ne? Das heißt, es ist jetzt mit dem Bau einer neuen Waffe nicht getan. Wir müssen auf jeden Fall nochmal in die Krypten laufen. Und nochmal ein bisschen Eisen mitnehmen. Aber das schadet ja nicht. Es ist ja nicht so, dass es total nervig wäre. So, dann bauen wir uns doch mal den Streitkolben, damit wir den nämlich auch schon... Was fehlt denn jetzt noch? Aha, okay, eine Aufwertung. Alles klar. Eine Aufwertung fehlt, meine Lieben. Dann schauen wir nochmal, was können wir denn... Können wir irgendwas günstig aufwerten? Ein Blasebalg. Das Ding, die Schleifscheibe, die ist günstig, ne? Machen wir doch die. Die haben wir sogar hier. So. Dann bauen wir doch die Schleifscheibe. Dann schleifen wir. Fröhlich fruchtig. So, jetzt können wir das auf jeden Fall bauen, ne? Jawohl. So, da ist das Ding. Der Streitkolben. Das Schwert packen wir dementsprechend mal weg zum Farmen. Und dann würde ich sagen, brechen wir auch schon wieder auf. Wir haben keine Zeit zu verlieren.
Zumindest wüsste ich nicht, wieso wir Zeit verlieren sollten. Ah, warte mal. Was war noch schnell? Hier. Lass mal die Öfen noch anschmeißen. So. Und wenn wir jetzt zwei haben, dann nutzen wir die auch. So gut es geht natürlich. Das Problem ist, uns geht das Holz hier so ein bisschen aus, oder? Wir haben kein Kernholz mehr. Da müssen wir nochmal ein bisschen nachlegen gleich. Das machen wir gleich. So, jetzt machen wir erstmal hier so ein bisschen klein klein. Ich kriege immer einen höllischen Schock, aber weil dann die Erde so lustig bebt. Aber eigentlich ist es gar nicht so wild, ne, wenn die Erde bebt. Also zumindest nicht in dem Fall. So, lass uns mal ganz kurz hier zum oberen Punkt gehen. Da lag ja ein bisschen Holz herum. Essen schadet auch nicht. Das Holz können wir ja auch nutzen. Und gefühlt nutzen wir Kernholz eh kaum eigentlich, kann das sein. So ein bisschen zum Bauen natürlich immer wieder mal, aber ansonsten... gefühlt nutzen wir das gar nicht so häufig. Ist mir aufgefallen, Edelholz ist tatsächlich eher so ein Kandidat, der gerne ausgeht. Und normales Holz nutzen wir eigentlich auch relativ häufig, aber Kernholz? Irgendwie so gar nicht, ne? Naja, gut. So, wir kriegen nicht mal einen Kohlenmeiler voll. Och, hey je. Dann machen wir doch nochmal ein paar Bäumchen. Hier ist noch ein Baumstamm. Dann hauen wir nochmal ein paar um. Ein paar Kiefern. Wenn euch dieses Video übrigens gefällt, freue ich mich natürlich sehr über ein Like und einen Kommentar. Auch kleine Gesten zählen. Vielen lieben Dank auf jeden Fall an alle, die diesem Projekt hier treu bleiben und regelmäßig zuschauen. Oh, hi. Aber warte, ich möchte meinen... Man haut auf jeden Fall schnell zu damit, ne? Wahnsinn. Ich wollte mal ausprobieren. So. Ist natürlich schadensmäßig noch nicht over the top. Aber das wird sich noch ändern. So, machen wir hier mal voll. Schwupps. Und dann reparieren wir noch schnell den Karren. Dem geht's eigentlich ganz gut, ne? Ich freue mich schon wieder, mit dem Karren dann zurücklaufen zu müssen. Das war letztes Mal schon ein ganz großer Spaß. So. Na toll. So. Los geht's. Also, wir haben diese Krypta hier, haben wir schon. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns die mal vor, oder? Ich glaube, die können wir jetzt auch löschen. Ah, nee, shit. War hier, ne? Warte. Machen wir nochmal neu. Ungefähr hier. Ah, jetzt habe ich... Falsche Taste, Bombi. Falsche Taste. So. Ich will sie X'en. Ist ja logisch. Dass ich sie X'en will. Sonst stehe ich nämlich... Tschüss, Karin. Oh, der Knochenwanz ist noch da. Das finde ich nicht so dolle. Not in the right position. Ach. Ganz saft. Na, aber wenn der noch da ist, Leute... Hi. So, erstmal den Karren umdrehen. So. Wenn der noch da ist. Warum testen wir nicht die neue Waffe an ihm aus? Wir werden ihn nicht schaffen, aber... Wo ist er denn? Oh, die werden mit einem Schlag
zertrümmert, ne? Krass. Knochenwanst? Wo bist du? Stelle dich! Stelle dich deinem Schicksal, Knochenwanst. Da ist er. Der Hässliche. So, komm jetzt her. Oh ja, das ist es. Das ist die Waffe, Leute. Das ist die Waffe. Das ist die Waffe. Damit können wir ihm richtig mitgeben. Ey, wir machen den jetzt kalt. Wir machen den jetzt so, wir machen den jetzt so breit, den Kerl. Mit Aikyos Kraft. Aufs Maul, Knochi. So, gehen wir wieder ein bisschen auf Abstand. Ein bisschen auf Abstand gehen. Bisschen erholen. Alles gut, alles gut. Den kleinen Schleimi. Aber wir sind ein bisschen EP-mäßig schlecht dran. Das ist vielleicht das Problem. Wir müssen ja offensiver agieren. Dadurch, dass wir den im Nahkampf angreifen müssen. Aber ey, wir haben dem schon gut mitgegeben jetzt. Dem kleinen Lümmel. Was mir überhaupt nicht gefällt, ist, dass er ständig diese Viecher spawnt. Ah, aua. Ah. Okay, wir müssen ein bisschen. Das wird ein Zeitspiel. Wir spielen ein bisschen auf Zeit jetzt. Wir brauchen ein bisschen mehr HP. So. Daneben. Das ist die Attacke, die uns nicht treffen darf. Genau die meinte ich, ja. 14 Sekunden. Das halten wir durch. Dann können wir uns wieder einen Met reinschieben. Ein bisschen. Gehen wir ein bisschen in Deckung hier. So, 2, 1. Boom. Met her. Ja, komm her. Ah, wir kriegen noch ein bisschen zu viel Schaden rein von seinen Schlägen. Da müssen wir noch mal ein bisschen vorsichtiger werden. So, aber war eine gute Zuschlagaktion hier. So, kurz mal ran. Jawohl. Ja, jetzt müssen sich natürlich die Drauger einmischen. Ne, ist ein Bogenschütze. So, die kriegen wir wunderbar down. Mistvieh kotzt. Das war eine blöde Aktion. Hat uns nur Gift gebracht. Aber das passt schon, Leute. Und ran. Aufs Maul geben. Komm. Sehr gut. Ein bisschen geblockt haben wir. So, müssen wieder ein bisschen weg. Warum habe ich jetzt plötzlich so wenig HP? Was läuft aus? Ja, nix eigentlich, ne?
Wir sind trotzdem irgendwie geschwächt, komischerweise. Und jetzt würde ich mir doch das restliche Met wünschen. Ran! Autsch! Verdammt! Okay, Leute, wir brauchen Met. Wir müssen uns Met holen. Wir müssen uns Met holen. Der ist schaffbar, Leute. Der ist schaffbar. Wir müssen uns einfach nur Met jetzt holen. Wir brauchen Met aus der Heimat. Ist jetzt egal, ob der resettet oder nicht. Das ist jetzt ganz egal. Aber ich brauche die 10 Met. Oder was wir noch haben, keine Ahnung. Wow, dass die Waffe so einen krassen Unterschied macht, ne? Wahnsinn. So, okay. Ich hoffe, er folgt uns nicht hier hoch, sonst haben wir ein Problem. Aber wir sind gleich weg, von dem her wird sie das, glaube ich, dann auch nicht mehr wirklich interessieren. So. Ah, komm, verpiss dich. So. Gut, erstmal heim. Ich denke, hierher wird er uns nicht verfolgen, oder? stellt euch das mal vor. Ihr sitzt so ganz gemütlich auf eurem Steg und auf einmal kommt aus dem Meer so ein Knochenwanst gewartet. Das wäre so episch. Ja, episch, oder? Das wäre doch mega episch. So, die Frage ist, wo habe ich jetzt die blöden Tränke hingeschmissen? Also den Met natürlich, nicht die Tränke. Tränke sind es ja nicht. Also eigentlich ja schon. Kann man ja trinken, den Met. So, habe ich die in die große Kiste? Wo habe ich den Met hingepackt? Habe ich ihn übersehen? Ich schaue nochmal ganz genau jetzt. Hier nicht. Hier nicht. Hier nicht. Okay. Können wir schon mal ausschließen. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Ja, dann muss der irgendwo da drin sein. Also bei den Trophäen ist er nicht. Wahrscheinlich beim Schrott. Bei den Geldelsteinen habe ich keinen Met mehr. Das gibt's doch nicht. Oder ist der Met? Also hier ist kein Met. Offensichtlich. Wo ist mein Met? Oder habe ich den tatsächlich verballert, den ganzen Met? Nee, oder? Kann nicht sein. Ja, hallo Knochenwanst. So. Ha, da ist er. Ich habe ihn. Okay, Wanst. Du wirst gewanstet. So, letzter Giftwiderstands. Met geht rein. Und dann ist Schluss, Freunde. Giftwiderstand. Jawohl, Hammer. Ich würde ihn gerne zurück zu seinem Altar bringen. Da können wir ihn, glaube ich, ein bisschen besser bekämpfen. Lass ihn mal zurückbringen. Und dort dann auf ihn warten.
Na, wie schmecken dir die 12 Schaden? Die schmecken ihm gut, glaube ich. Siehste, die findet er zum Kotzen. Wusste ich's doch. Hey, daneben, du Stinkebär. Ah, schon wieder diesen Schlag kassiert. Das müssen wir verhindern. Jetzt wird's natürlich auch noch Nacht, ne? Das ist überhaupt nicht gut. Ich habe die Befürchtung, wir müssen Fersengeld geben. Das wäre jetzt sehr blöd, weil wir keinen Giftwiderstandsmet mehr haben. Na komm, wir machen den jetzt einmal ganz schnell. So, weg. Ausdauer regenerieren. Au. Ja, schmeißt er wieder, der Drecksack. Hey, komm. So, wenn er zuschlägt, drauf. Wenn er zuschlägt, gib ihm. Und wenn ich die ganze Nacht durchkämpfe gegen ihn. Also wir können so lange kämpfen. Ah, Hilfe. Wir können so lange kämpfen, bis der Met weg ist. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Komm. Jawohl, und rein. Met geht rein. So, Knochi. Und drauf. Und weg. Und drauf. Das fand er wunderbar zum Kotzen. So. Wir haben ihm über die Hälfte rein geballert. Oh. Das findet er sehr zum Kotzen. So, wir nutzen mal kurz die Zeit. Hau zu, komm. Ja, yeah. Sehr gut. Und dran. Und weg. Immer so drei Schläge. Ich glaube, das kommt ganz gut. Genau. Und ran. Oder vier Schläge. Geht auch. Bloß nicht treffen lassen. Und das läuft mittlerweile, Leute. Das läuft mittlerweile hervorragend. Der fiese Fettsack kotzt. So, komm. Das hauen wir weg. Und dann schmeißt er wieder. Ja. Mach doch. So. Oh, shit. Das war ein Fehler. Nicht aufgepasst. Und weg. Alles gut. Es läuft. Der liegt. Leute, der liegt heute. Der liegt. Wir machen den fertig. Zack, weg. Der war knapp. Hinten habe ich leider keine Augen. Und ran.
an die fette Bulette. Und weg. Und erholen. Yes! Es läuft. So, lass ihn kommen, lass ihn kommen. Und ran. Und weg. Sehr gut. Keine Krypta heute. Nein. Der wanzt. Da fällt mir ein, ich müsste eigentlich noch ein Foto von ihm machen. Aber ich weiß nicht, ob wir dafür noch Zeit haben. Na komm. Für ein Foto hat man immer Zeit, oder? Sehr gut. Ich krieg den auch so down. Komm mal, ein schönes Fotoshooting. Mr. Knochenwanst. So. Wunderbar, wir haben ein Foto gemacht. Das war blöde. Aber okay. So, weg. Oh. Ausdauer regenerieren. Wir müssen uns jetzt langsam sputen. Komm, hau zu. Jawohl. Und ran. Ah, hat uns wieder erwischt, ne? Mist. Zu viel gewollt. Auf einmal. Es ist tatsächlich die Ausdauerregeneration, die mir so ein bisschen Probleme bereitet. Und ran. Und weg. Er hat nicht getroffen, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ah, wir droppen schon wieder zu krass. Er ist schon ein ganz schöner Schleimer, ne? So, lassen wir ihn mal wieder kommen. Oh, oh, das ist gefährlich hier. So, jetzt aber, komm. Komm, hau zu. Oh nein, er hat uns getroffen. Okay, weg. Weg, 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 weg. Alles noch gut. Wir können uns jetzt nicht mehr viel erlauben. Wir müssen jetzt ein bisschen auf Risiko gehen, befürchte ich. Ein Treffer und wir sind tot. Und wir haben kein Giftmet mehr. Aber es ist fast hinüber. Ich warte jetzt noch das Heilmet ab und dann müssen wir gucken, dass wir richtig zu Potte kommen. Wie gesagt, er darf mich nicht nochmal erwischen, weil sonst bin ich tot. Dazu macht der Lümmel einfach zu viel Schaden. So, jetzt. Hau zu. Jawohl, und... Oh nein! Nein! Nein, jetzt ist die blöde Waffe kaputt! Nein! 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 Das war's. Waffe im Eimer. Nein! Ach, komm schon. Okay, Leute. Es war so knapp. Es war so unglaublich knapp. Aber ich sag mal so, wir wissen, wie er geht. Hey, Tag 78. Wir wissen jetzt, wie er funktioniert. So, jetzt muss ich erstmal im Berg wieder hochkommen. Wir wissen, wie der Knochenwanst funktioniert. Das heißt, wir nehmen uns jetzt Zeit.
und bereiten einen Angriff vor, der sich gewaschen hat. Nein. Im Endeffekt müssen wir jetzt einfach nur abwarten. Wir müssen... Ich muss in der Heimat Meteor stellen. Das werde ich jetzt tun. Wir stellen jetzt zu Hause Meteor. Giftmet und Gesundheitsmet. Und dann, ja, warte ich die Tage halt ab. Werde mich ein bisschen um mein Zeug hier kümmern. Und dann passt das. Dann liegt der. So, fangen wir doch gleich mal an. Giftmet. Das hier könnten wir uns auch noch herstellen, ne? Ausdauer. Honig, Distel, Nixenschwanz. Sehr gut, das kriegen wir hin. Honig, Distel, Nixenschwanz. Ärgerlich, ärgerlich. Es hat echt gut geklappt, aber... Es hat so auf den letzten Metern hat dann die Waffe leider Gottes. Ne? Mann! Aber gut, beim nächsten Mal liegt er. Wir wissen, wie er funktioniert. Und jetzt können wir ihn erledigen. Das wird nicht mehr so schwer jetzt. Glaube ich. Hoffe ich. Was fehlt uns noch? Löwenzahn. Aber ich finde, das hat super funktioniert. Der ist, wie gesagt, fast down. Und das Einzige, was uns jetzt quasi so ein bisschen das Genick gebrochen hat, war das Zeitmanagement. Das hat uns das Genick gebrochen. Ich gucke jetzt mal noch eben schnell. Können wir noch... Sollten wir hinbekommen. Dann würde ich tatsächlich, wenn wir es hinbekommen, baue ich uns noch einen Fermentierer. Dann machen wir noch die andere Ausdauermischung. Aber das mache ich dann alles privat. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, liken und kommentieren nicht vergessen. Vielen lieben Dank auf jeden Fall für eure Unterstützung. Und bis zum nächsten Mal. Mit dem Ende. Vom lieben Knochenwanst.